Herzlich willkommen zu einem neuen Part von Let's Play 5 Minuten Schach. Wir spielen gegen Niki Picky 2505. Wir spielen eine sehr, ne? Ach, mal mit dem Bauern raus, ach egal. Ich meine, das ist komisch, Endspiel, was schlechter für mich ist. Ich glaube nicht, Rochieren war ein Fehler. Oh, Herr, mein König ist ganz schön bedrängnis. Aber richtig im Bedrängnis. Oh fuck, was mache ich denn jetzt, ey? Oh, hä? Man sollte echt nachdenken, wenn man spielt. Scheiße. Ja, es ist unangenehm. Unangenehm, aber wir kriegen seinen Laufverpack eventuell. Turm D6. Okay. Gut, der kann er noch nicht nehmen. Wegen Matte auf der Grundlinie. Ich kann immer nicht gut nehmen, weil dann habe ich Turm D1. Hä? Muss ich hier durchziehen?
Turm D2, König E3, Turm B2. Oder Turm G2 kann ich auch spielen. Sollte eigentlich egal sein. Ich will aber lieber den Turm D2. Problem an E2 ist, dass er König F2 hat. Ich bin gerade hier ein bisschen in Konzentration, ich kann gerade nicht denken. Wenn wir das gewonnen haben, dann sind wir auf auf 2500. Welchen Bauern beschützt er jetzt? Wir haben Bauern mehr. Er muss B4 beschützen, also. Ich nehme ihn einfach. Er geht direkt rein. Was willst du mit Springer D3? Okay, na gut. Mal gucken. Kein Putt, bitte. Jetzt mach ich das mal. Kurz gucken, dass ich kein Putt mache hier. Das wäre es gewesen. Das wäre es gewesen. Und wir haben die 2500 erreicht. Wir haben es geschafft nach 282 Parts. Also wenn ihr auch von 800 anfangen wollt, dann 282 Parts. 2509 ist unser neues Rating. Geil. Yes. Ich freue mich gerade so, ey. Richtig mega. Ich hatte noch nie 2500 bei einer Blitzseite. Ah doch, ja, bei ICC hatte ich schon mal. Da hatte ich schon mal 2,6 oder so. Die meisten Seiten habe ich immer nur so als Gast gespielt und so, aber hier. Geil. Geile Sache, ey. Epic. Okay, gucken wir uns die Partie an. Danach gucken wir uns mal an, wie viel Platz wir sind. Ja, das war nicht so gut. Kann man natürlich spielen, aber irgendwie habe ich mich hier verhaspelt. Das gefällt mir auch nicht. Guckt euch das mal an, meine Stellung. Aber Turm D6 ist, glaube ich, ein bisschen verschissen. Weil ich zu E5 kam und
Irgendwie wurde seine Stellung stetig und stetig schlechter. Vor allem auch mit F4 dann. Ich hätte eher H4 gespielt. Dann hätte ich G6 gespielt. Wenn er hier rausnehmen würde, sagen wir mal theoretisch. Nee, hier war das nicht. In der Stellung war das nicht. War eine andere Stellung. Ja, hier hätte ich auch Springer C2 spielen können, sehe ich gerade. Hier hätte ich vielleicht bei S König F7 spielen sollen. Aber es sind Kleinigkeiten. Also wenn ihr in der Ernstpartie seid, dann macht auf jeden Fall das, weil der Bauer fällt sowieso, selbst wenn er den deckt. Selbst wenn er hier Läufer D6 spielt. Ich kann ihn sowieso rausnehmen. Das ist besser, dann habt ihr den König schon mal aktiv. Weil falls der König zu nah dran wäre, dann könnt ihr schon mal nämlich König D5 spielen. Damit sein König nicht mehr näher kommt, sondern immer noch den Bauern nehmen. Auf jeden Fall sehr praktisch, aber so rum geht es natürlich auch. Ich glaube, mit Läufer D4 hätte auf jeden Fall was wiederbekommen. Wenn ich mit Springer C6 keinen Angriff gehabt hätte, dann auf jeden Fall. Aber das war der entscheidendste Fehler. Ey, hab ich mich so lange überlegt, ey. Ich wollte nämlich erst den spielen. Dann wäre es nämlich Patt gewesen. Nee, Quatsch. Hä? Okay, hätte ich doch spielen können. Okay. Ich weiß nicht, irgendwie ist man immer nervös, weil man mit der Dame am Ende matt sitzen muss. So, wir gucken jetzt mal kurz, auf wie viel ich bin. Ich hoffe, ihr könnt das gescheit sehen. Weiß gar nicht, ob man das so sieht. Okay, Bullet seht ihr. Aber Blitz seht ihr nicht. Ah, doch ein bisschen. 1825, da bin ich mit dem Rating. Sieht man so ein bisschen. Beim Classic, das hier müsst ihr jetzt rechts gucken. Müssen wir jetzt rechts sehen. Da 300. Wo seid ihr denn? Da 354. Da. Quatsch, ich meinte auch im letzten Part, fällt mir gerade ein, habe ich doch irgendwas mit 300 gesagt. Ich meinte 2000, irgendwas waren wir da. Ja, die magische Hürde haben wir überwunden. Ich bin mal gespannt jetzt. Okay, Leute, wir sehen uns im nächsten Part wieder. Wollen wir die 2500 verteidigen? Bis zum nächsten Mal, haut rein und ciao.